eine Wissenschaftlichkeit, was ohnehin etwas ganz Diffuses ist, und in Ihrem Fall im Kontext, ob es hilfreich ist oder nicht, der Menschlichkeit. Genau. Gut, es kann ja überall so ein bisschen menschen, das kann nicht schaden. Schauen Sie, der Ton der Debatte ist ja von der Kanzlerin gesetzt worden, zu einem Zeitpunkt, als noch niemand das Buch hatte. Da hat die Kanzlerin schon als Literaturkritikerin sich betätigt und gesagt, das Buch sei nicht hilfreich. Wir hatten alle das Buch noch nicht gesehen, doch, aber das Urteil, ja, vielleicht Sie, ich noch nicht, die meisten, die werden ein paar Auszüge, glaube ich, in dem Bild und im Spiegel noch sehen können. Mhm. Zu sagen, ein Buch sei nicht hilfreich von einer Kanzlerin, die nicht dazu gewählt wurde, literarische Urteile zu fällen oder Buchempfehlungen abzugeben, das grenzt, entschuldigen Sie, an die übelste Tradition der Reichsschriftumskammer. Ja, entschuldigen Sie, ja. Ja, nein, das ist nicht absurd. Da muss man wirklich die Kanzlerin in Schutz nehmen. Wenn Sie mit Brunnenvergiftung kommen. Ich bin Grüner, kein Christdemokrat. Ja, ich weiß, dass Sie sie in Schutz nehmen. Die Kanzlerin wollte Schaden von unserem Land, von Deutschland abwenden. Was heißt Schaden abwenden? Welcher Schaden ist entstanden? Wenn man bei deutschen Botschaften fragt, was los ist in Deutschland. Ich weiß, dass du jetzt als Grüner unglaublich staatstragend, welcher Schaden ist entstanden? Im Ausland wird nun darüber gelächelt, worüber hier diskutiert wird. Das ist ein Mitglied der Bundesbank, der Deutschland mitrepräsentiert. Wenn, der Eindruck, wenn entsteht, die Kanzlerin literarische Empfehlungen abgeben kann, nicht. Das macht sie. Das muss ich die Kanzlerin verteidigen. Ja, das ist ein Höhepunkt. Das ist auch ein Höhepunkt. Danke, Henrik. Ja. 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 So, und dann, verstehen Sie, diese Debatte läuft hier seit 2 Wochen und sie mündet immer darin, was Sie gesagt haben, er ist es nicht wert, dass wir darüber reden, weil das alles rassistisch und banal und verkommen ist. Ist. Aber wir reden ständig darüber. Und er hat in der Tat nicht nur das Recht, sich zu äußern, er hat auch in vielem Recht. Und zu deiner Bemerkung, dass er den Stamm wieder aufleben lassen oder das Stammesdenken. Das Stammesdenken ist schon da. Wir diskutieren nicht über die Probleme der Buddhisten, die wir hier im Lande nicht wahrnehmen. Wir diskutieren nicht über die Inder, die Chinesen, die Thailänder oder die Vietnamesen. Das Problem, das wir hier haben, ist eindeutig mit dem Islam konnotiert. Mhm. Du musst lange durch das Land laufen und gucken, wo es eine buddhistische Familie mit einem Ehrenmord gegeben hat. Oder eine katholische Familie, wo sich die Familie zusammengetan hat und eine Tochter auf gemeinsamen Beschluss umgebracht hat. Wir haben hier ein Problem. Spanien ist eines der Länder, wo die meisten Fälle von toten Frauen, die getötet werden von ihren Ehemännern, ja, in Mexiko, einem katholischen Land, ist die Zahl noch höher. Aber ja, also, es ist ein Islamproblem, weil die Ehrenmorde in der Bundesrepublik von Angehörigen des Islam begangen werden. Und nicht von irgendwelchen bayerischen Allgäuern Kuhzüchtern. Deswegen kannst du in der Tat, bestimmte Verhaltensweise bestimmten Gruppen zuschreiben. Es gibt keine Klage christlicher, jüdischer oder sonstiger Eltern auf einen Gebetsraum. Wir haben eine Burka-Debatte, wir haben eine Kopftuchdebatte. Die Mehrheit der Muslime hat mit der Burka nichts im Hut. Cem, sie ist gegen die Burka, Cem, wie du und ich. Cem, komm mir nicht mit der Mehrheit. Die Mehrheit ist nicht das Problem, über das wir reden. Du sprichst schon wie der Chef der Bundesbahn. Wenn irgendwo, eine Klimaanlage in 10 Zügen ausfällt und die Leute ersticken fast, kommt der Sprecher der Bundesbahn und sagt, aber in 1000 Zügen hat sie funktioniert. Also komm nicht mit der Mehrheit. Die Mehrheit ist völlig irrelevant. Die ganze RAF hat aus 60 Leuten bestanden, war eine winzige Minderheit, nach Promille gar nicht mehr zu berechnen. Und sie hat es geschafft, in ein paar Jahren auf den Kopf zu stellen. Und wir reden in der Tat über das Verhalten von Minderheiten, die, kannst es bezeichnen, wie du willst, ein Problem sind, sich nicht integrieren wollen, was auch immer. Und das, du musst nach Duisburg-Marxloh fahren, wo du wahrscheinlich auch schon öfter warst. Dann siehst du, wohin all die politischen und die wissenschaftlichen Bemühungen bestimmter Gruppen zu integrieren geführt haben. Immerhin hat Duisburg-Marxloh heute einen Stadtteil, wo wieder investiert wird, wo ein Stadtteil, der nach dem Rückzug der Kohle verelendet war, es heute wieder Gewerbe gibt. Das muss man auch dazu sagen. Aber das ist gar nicht dieses Besondere. Mich stört nur eine einzige Sache. All die ganzen Themen, Ehrenmorde, Zwangsehen, Gewalt in der Familie, Professor Pfeiffer, Kriminologisches Institut in Niedersachsen, weist auf viele Defizite hin. Das sind ja Themen, über die diskutiert wird. Über die diskutieren wir in der Presse, über die diskutieren wir in den Migrantenorganisationen. Ich gehe regelmäßig in Moscheen, ich gehe in Vereine, da reden wir Klartext, so Klartext wie nicht in dieser Sendung. Und
Mein Problem ist, wenn wir jetzt wieder anfangen, das meine ich mit Stammeskriegen, wieder die Grenzen zu ziehen entlang der Herkunft, dann werfen wir all die Erfolge der Debatte zurück. Lasst uns doch den nächsten Schritt gehen. Der nächste Schritt ist, dass ich den Migranten sage, ihr seid hier nicht in der Diaspora, sondern ihr seid hier in einem Land, das euer Land ist. Dieses Land ist kein schlechtes Land. Es ist ein gutes Land. Die meisten sind freiwillig hierher gekommen. Sie leben gerne hier. Und ich will, dass sie sich einbringen in diesem Land. Sie sollen sich engagieren. Sie sollen Staatsbürger werden. Und dann kommt ein Herr Sarrazin und sagt, alles Pfälzen, bis jetzt war alles in Ordnung. Bis jetzt war alles wunderbar. Und jetzt kommt Sarrazin und hat alles kaputt gemacht. Nein, das sage ich doch gar nicht. Genau das hast du aber gesagt. Das ich will die Probleme lösen. Diese armen Menschen, die jetzt verzweifelt sind. Die Probleme kennen wir doch alle schon. Die armen Menschen, die jetzt verzweifelt sind, weil sie von Sarrazin beschrieben wurden. Wir sind noch viel weiter. Ich bitte Sie. Können wir ganz kurz vielleicht noch mal uns der Frage zuwenden? Bei Hugendubel Schlange stürmt sich das Buch zu kaufen. Die Problemmoderatorin meldet sich, und versucht mal das Wort zu ergreifen und sagt nochmal die Frage, warum hat eigentlich Thilo Sarrazin so viel Erfolg? Warum trifft er hier auf einen so fruchtbaren Boden? Wir haben auf unserem YouTube-Kanal von Dirk Möller aus Berlin eine Frage respektive eine Meinungsäußerung bekommen, die beschreibt, was wir gleich nochmal diskutieren werden. Hier ist sie. Und im Prinzip müsste man ihm dankbar sein, dass endlich jemand den Mut hat, seine eigene Position aufs Spiel zu setzen und diese Wahrheiten auszusprechen. Nochmal, da wird gelobt, dass endlich jemand den Mut hat, diese Wahrheiten auszusprechen und damit seine eigene Position aufs Spiel zu setzen. Die Wahrheiten sind schon vorher ausgesprochen worden, das ist richtig. Die ist schon vorher ausgesprochen. Helmut Schmitz hat sich ähnlich geäußert, Heinz Kühn in Nordrhein-Westfalen. Wie ist der hessische Ministerpräsident, der etwas dickere Börner? Ja. Der hat ähnliche Sachen gesagt. Ja, aber bei Sarrazin kommt eben alles als eine Lieferung. Das hat wahrscheinlich auch die Sprengkraft dieses Buches befördert. Das wissen Sie es doch. Ist eine kompakte Lieferung. Es ist sozusagen, wenn Sie so wollen, was jetzt in Pakistan passiert ist. Wenn so viele kleine Ströme sich vereinen, gibt es eine Flut. Ja, oder liegt darf ich noch einen Vorschlag machen zu der Frage, warum Sarrazin so einen Erfolg hat? Und ich will auch mal diese Fronten jetzt vielleicht an dem Punkt aufbrechen. Was natürlich stimmt, ist, dass viele in den Medien, viele, die Politik machen, Spitzenpolitiker, ganz gut immer reden können für Integration und immer die Probleme so ein bisschen runterspielen können, weil sie selber ja die Integrationsarbeit in der Regel nicht machen müssen. Die meiste Integrationsarbeit in Deutschland wird natürlich nicht von den Bildungsbürgern gemacht, sondern von der unteren Mittelschicht der Deutschen, die mit den Türken leben, die mit den Türken arbeiten, die mit den Türken Fußball spielen. Und die können das natürlich nicht gut haben, wenn immer so leicht dahin geredet wird. Es ist doch alles nicht so ein großes Problem, wir machen halt Integration. Ich will nur die sehr geschätzte, ansonsten sehr geschätzte SPD hier an diesem Punkt mal nennen. Die ist ja auch sehr für Integration und regt sich jetzt sehr über Sarrazin auf, den sie selber in den Bundesbankvorstand gebracht haben. Die sagen, wir müssen uns unsere Integrationsanstrengungen verstärken. Aber die SPD schafft es nicht, in einem 45-köpfigen Bundesvorstand einen einzigen Migranten unterzubringen. Diese Integration ist offenbar nicht gelungen. Und wenn Integration immer heißt, macht ihr mal, dann entsteht bei denen, die sie machen müssen, natürlich eine Wut. Und in diese Wut sticht Sarrazin rein. Und das ist die einzige Lösung, dass die, auch die Bildungsbürger, und dass sie selber sich mit den Türken und mit den Moslems mehr auseinandersetzen, mehr mit denen leben, sich dafür interessieren und nicht sagen, macht ihr mal. Okay, Frau Furukan, trotzdem, Herr Köppel ist gleich dran, trotzdem noch mal die Frage, was an diesen Thesen aus Sarrazins Buch ist denn richtig? Richtig ist ja offensichtlich, dass eine muslimische Bevölkerung in diesem Land es schwerer mit der Bildung hat und schlechtere Schulabschlüsse hat. Richtig ist offensichtlich auch, dass ein Großteil der muslimischen Jugendlichen kriminell ist. Richtig ist offensichtlich auch, dass viele Muslime in Deutschland eben Hartz-IV-Empfänger sind. Was sagen Ihre Statistiken dazu? Also zunächst mal, ein Großteil der muslimischen Jugendlichen in diesem Land ist natürlich nicht kriminell. Also es gibt einen verschwindend geringen Teil, der kriminell ist. Ich rede über relative Zahlen. Ja, klar, also wir sagen nicht, dass alle Jugendlichen kriminell sind. Selbstverständlich, aber ich kann einfach nur dazu sagen, Sarrazin hat einfach zum Beispiel die Zahlen für Berlin genommen, hat gesagt, 20% der Gewalttaten in Berlin werden von 1000 Jugendlichen arabischer und türkischer Herkunft begangen. Ich habe daraufhin den Polizeipräsidenten in Berlin angefragt und mir die PKS, die polizeiliche Kriminalitätsstatistik, dazu geben lassen. Heute ist ein Brief gekommen, da kann ich Ihnen nur einfach den letzten Satz dazu vorlesen. Also erstens, es sind 8,7% türkischer und arabischer Herkunft. Das ist was ganz anderes als die 20%. Deswegen
deswegen möchte ich einfach nur noch mal klarstellen, wenn Herr Sarrazin sagt, 80% seines Buches beruhen auf Fakten, aber diese Fakten sind nicht wirklich korrekt. Und dann sagt er, nur 10% sind Lösungsansätze und 10% sind Meinung. Lassen wir ihm doch die 10% Meinung und die 10% Lösungsansätze. Mhm. Aber wenn in den 80% über 50% Fehler auftauchen, dann müssen wir doch darüber sprechen. Mhm. Oder dann muss doch jemand hinkommen und das sagen. Okay, Kriminalitätsstatistik, letzter Satz. Die Antwort, diese zitierte Aussage von Herrn Sarrazin ist weder bei enger Auslegung der Nationalitäten noch bei weiterer Auslegung der Staatsangehörigkeit mit Zahlen der offiziellen PKS oder den geschäftsstatistischen Erhebungen zu Personen in täterorientierten Ermittlungsprogrammen zu belegen. Aha. Heute angekommen. Okay. Das nur dazu. Okay, zweite Frage. Sind Sie im Schnitt schlechter gebildet? Ja, Sie sind im Schnitt, und das müssen wir mal so sehen. Die Muslime, das hat Herr Özdemir eben schon klar gemacht, die Muslime sind nicht schlechter gebildet. Die Gruppe der türkischen Muslime ist unterdurchschnittlich gebildet im Vergleich zum Durchschnitt. Bei den Muslimen sind die Iraker, die Iraner, die Afghanen überdurchschnittlich gebildet. Also es sprengt die Gruppe der Muslime, die Herr Sarrazin aufmacht. Okay, sind türkische Muslime mehr arbeitslos? Türkische Muslime sind zu, wenn Sie wollen, 9,5% Hartz-IV-Empfänger, die Herkunftsdeutschen zu 3,5%. Dafür sind bei den Herkunftsdeutschen wesentlich mehr Rentenempfänger. Die fallen aus der Hartz-IV-Statistik wieder raus. Mhm. Dafür sind bei den Türkischen wesentlich weniger Rentenempfänger. Okay, und kriegen türkische Muslime auch deutlich mehr Kinder als Deutsche? Auch dort gibt es eine Angleichung. Die Fertilitätsrate, das ist aber in den letzten Tagen durch alle Zeitungen gegangen, gleicht sich stetig an. Das ist üblich in Einwanderungsnationen, dass sich bei der zweiten und dritten Generation die Fertilitätsrate an die der Herkunftsnationen angleicht. Mhm. Auch diese Zahl ist falsch. Und was ich nicht verstehen kann, ist, wenn alle diese Zahlen falsch sind, und es ist nicht schwer, das herauszufinden, dass diese Zahlen falsch sind. Ich verstehe dann nicht, wieso man immer noch sagt, naja, im Grunde genommen hat er noch recht, aber er hätte es ein bisschen anders sagen sollen. Mhm. Er hat nicht recht mit dem, was er sagt. Und das muss man einfach deutlich machen. Herr Köppel. Das ist ja interessant. Kann ich übrigens für jeden, der es möchte, nachliefern. Es sind keine erfundenen Zahlen von mir. Es ist der Mikrozensus, es ist das Bundesamt für Statistik und es ist das BAMF. Ich habe dieselben Quellen, auf die er sich beruft. Ja. Ist das nicht seltsam? Das kann ich Ihnen sagen. Ja, warum sind Sie dann glaubwürdiger? Sekunde, das kann ich Ihnen sagen. Ich berufe mich auf die gleichen Quellen wie er. Zum einen kann ich sagen, mir liegen die neuesten Mikrozensusdaten von 2009 vor. Die meisten Mikrozensusdaten, die Herr Sarrazin hat, sind von 2005. Das heißt, die gesamte positive Dynamik hat er nicht mit eingerechnet. Ich frage mich, warum? Wenn ich sie bekommen kann, kann sie auch Herr Sarrazin bekommen. Mhm. Wenn er sie nicht bekommen hat, dann muss da auch ein Grund dahinter liegen. Können Sie morgen auf unserer Präsidenten Homepage nachlesen? Den Brief von der Polizei. Ich kann Ihnen dieses Geheimnis auflösen. Viele Straftaten werden von der Polizei gar nicht mehr registriert. Die werden nicht einmal mehr statistisch erfasst. Bei beiden, beiden werden nicht erfasst. Das heißt, sie haben sozusagen ein dunkles Loch in der Statistik. Also ich muss Ihnen sagen, gerade die Berliner Polizei ist extrem aktiv auf diesem Feld. Ich habe es anders erlebt. Es gibt auch einen anderen Schriftwechsel. Die Berliner Polizei, die hat ein Programm, das nennt sich TIC, Transfer Interkulturelle Kompetenz. Seit 6 Jahren sind die aktiv auf diesem Feld. So wie es heißt, so funktioniert das auch. Es funktioniert sehr gut. Da können Sie gerne bei der Polizei mal nachfragen. Vielleicht ist es ein großartiger Moment. Ich kehre sofort zu Ihnen zurück, einen Polizisten, den wir heute durch einen schönen Zufall bei uns in der Runde haben, Murat Topal nämlich. Er hat viele lange Jahre in Berlin-Neukölln Dienst geschoben, ist mittlerweile dem einen oder anderen von Ihnen sicherlich auch als Comedian ein Begriff, bei uns in der Sendung zu haben. Murat, erste Frage gleich von Hendrik M. Broder weitergegeben an Sie. Ist es so, dass bestimmte Delikte überhaupt gar nicht mehr auftauchen in den Kriminalitätsstatistiken, weil Polizisten sie nicht mehr weitermelden? Nein, auf gar keinen Fall, weil Polizisten sie nicht weitermelden, sondern wenn, dann nur, weil sie nicht angezeigt werden. Aber dann ist es nicht darauf zu beschränken, dass nur Delikte, die einen ausländischen Hintergrund nicht angezeigt werden, sondern es ist grundsätzlich ein Problem bei den Delikten. Ja, das ist nicht zurückzuführen auf die Herkunft der jeweiligen Täter. Murat Topal, Sie sind wie viele Jahre durch Neukölln gelaufen, Streife gelaufen insgesamt? Ich war insgesamt 10 Jahre in Neukölln und Kreuzberg tätig. Auf der Straße. Und wie viel von dieser Parallelgesellschaft haben Sie da mitbekommen? Wie viel stimmt davon? Es gibt eine Gesellschaft, in der Menschen sich so ein soziales Umfeld geschaffen haben, wo sie, sage ich mal, wenn sie es nicht möchten, nicht darauf angewiesen wären, die Sprache des Landes zu lernen. Sprich, sie haben natürlich ihre eigene Infrastruktur, sie haben ihre, um bei dem Beispiel Türkei zu bleiben,
ihre türkischsprachigen Geschäfte, den Arzt und den Anwalt oder wie auch immer. Das hat aber, das ist nicht zurückzuführen auf eine Glaubenszugehörigkeit. Und das ist eben dieses große Problem, dass da Dinge so in einen Topf geworfen werden und pauschalisiert werden und das so dargestellt wird, dass es eben zurückzuführen ist auf den Moslem an sich, dass er halt grundsätzlich Problemverursacher ist. Ja? Ja. Und das ist das, was mir auch so wahnsinnige Bauchschmerzen bereitet dabei. Haben Sie...